So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA. Und wir machen heute weiter mit unserer Karriere. Ja, wir rutschen momentan wahrscheinlich Dortmund. Ja, wollte gerade sagen, Dortmund geht noch vorbei an uns. Das heißt, wir haben weiter diese zwei Punkte bis zum Derby. Das Angebot von Renault, KLC Genk. Warte mal, da haben sie noch mehr Angebote. 8,8, ich brauche ihn nicht. So, Angebot verhandeln. Ja, das ist halt genau das in dem Moment. Ich versuche den Kader wieder ein bisschen aufzubauen. Wenn die mir 20 Millionen bieten würden, wäre super. Pass auf, machen wir 20 draus. Und dann kann ich... Gegenangebot, ich brauche den Scheiß wieder... Nimm erstmal die Scheiß wieder... Neue Vertragssumme und ich möchte gerne weiterhin 20 Millionen für dich haben. So, Angebot absenden. Tja, Pech gehabt. Schade. Hätte ja klappen können. Aber gut, ist halt so. So, weiter geht's. Jedenfalls. Mit dem nächsten Spiel. Und das ist jetzt in Leverkusen. Da wollen wir nämlich ran beim Tabellensechsten. Das Hinspiel haben wir da 3-1 verloren. Das heißt, wir müssen im Rückspiel nochmal wieder alles gut machen. Und wir waren sogar tatsächlich früh einmal mehr und auf dem Wert verlieren trotzdem, Spiel trotzdem mit 1:3. Das wäre Angebot für Amate. Ja, der. So, verhandeln. Haben wir den jetzt? 10 Millionen Valencia. Verhandeln. Ich möchte gerne auf eine glatte Summe. Gib mir 10 Millionen, mein Gott. So. Nein. Neuer Transfer. Summe vorschlagen. Was hat er? 7 Millionen Marktwert. Gehen wir auf 14 Millionen. Tja. Ist nicht mein Problem. Wie gesagt, ihr wollt Namen. Jetzt vergesst es. Ja, ich würde gerne den einen oder anderen Spieler noch verpflichten. Und das ist es halt. Und. So, aber wie gesagt, Leverkusen ist der nächste Gegner. Den wir auch uns heute noch angucken. Wir haben weitere... Warte mal, ich guck mal gerade rein. Weil wir haben irgendwo nämlich noch... Jugendstab, Jugendakademie. Moment, nee. Warte mal, Jugendstab ist es. Bericht lesen. Spieler verpflichten. Spieler verpflichten. Den Rest braucht man nicht. Scout-Bericht lesen, haben wir noch irgendwas. Spieler verpflichten. Ne, schon transferiert. Ach, der ist zu Malaga gegangen. Schade. Okay, dann haben wir das. Nee, alles gut. Dann haben wir... Wollen wir nicht gerade momentan. Ich habe noch... Habe ich noch wirklich einen weiteren Scout? Ich habe noch 2, irgendwas Millionen, ne? Das heißt, ich werde noch mal einen rausschicken. Ne. Scouting-Netzwerk aufbauen. Ich werde mal nach Portugal gehen. Die haben immer mal so ein paar Leute. Albanien, Türkei, Albanien, Kroatien, Italien und da ist Portugal. Da gehen wir 9 Monate raus und da hast du eine Möglichkeit, einen Defensiven aufzubauen. Dann ziehen wir den nämlich raus. Gerade hier die Spanien und Balearen ist es nicht, wie ist es hier? Spanien und Portugal, das sind auf jeden Fall mal so, da springen immer sehr viele Talente, genau wie Niederlande und so. Das sind immer so, Brasilien hat gerne mal noch so einige, das ein oder andere Talent. Ja, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Bayern 04 Leverkusen.
Ne, diesem Coutinho, diese Draxler. Die haben eine gute Truppe, die Jungs. Die haben eine echt Bombentruppe. Zuyunchi, Meunier, Tagliafico, ja. Also einfach wird es definitiv nicht mit unserer Truppe. Wie gesagt, das Hinspiel haben wir ja verloren, 3-1. Und jetzt haben wir, wollen wir in Leverkusen im Rückspiel natürlich heute wieder ein bisschen was gut machen. So, auf jeden Fall geht's gleich weiter. So. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein, denn er wirkt im bisherigen Verlauf der Liga wirklich unaufhaltsam. Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Liebe Fußballfans, willkommen in der Bayer-Arena. Es regnet, aber wir sitzen im Trocknen und ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga, eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion, denn er trifft heute erstmals seit seinem Abgang wieder auf seinen Ex-Club. Gewissenskonflikte? Bah, möglicherweise. Wie siehst du das, Buschi? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt noch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Es sind Profis. Das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Das ist nichts Außergewöhnliches. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spieler. Das kommt noch irgendwie original, ja gut. Und ich glaube, Coutinho, ja. Ich sag mal. So ansehe, klar, die haben jetzt immer gut. Haben jetzt immer ihre Kohle bekommen für Coutinho. Da haben wir die Anfangsformation für Paulinho, der heute auch wieder in der Stadt stehen wird. Also zwei ehemalige Leverkusen haben wir im Kader. Mit eben Paulinho und vorne mit unserer Speziallario. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Na gut, gehen wir rein ins Match. Spieltag Nummer 19 heute mit dem Duell in Leverkusen. Da wollen wir natürlich uns ein bisschen was machen, den Dortmund ein bisschen unter Druck setzen. Die Bayern haben jetzt einen Punkt hinter uns. Jetzt heißt es Dortmund zu jagen, aber wie gesagt, das wird nicht einfach werden. Und jetzt naja. Der ist noch mit dem Fehlpass und dann dieser Pass hier bricht da. Ja, schade, ich dachte mir, da kommt noch einer in der Mitte. Paulinho. Seat Kolasinac. Schönes Ding hier. Alario. Alario. Außenpfosten. Kolasinac. Javairo. Aber erste Chance für uns zumindest. Im Mittelfeld flog ja Sinkgraven vom Platz mit ganz früh gelb-rot. Und dann drehten die Leverkusen auf. Und dann hieß es auf einmal am Ende 3-1 für die Werkself. Also, das wollen wir heute ein bisschen verhindern. Deswegen heute volle Konzentration hier. Aber da traf auch ein Paulinho auf der anderen Seite noch, den wir jetzt ja am Kader. Kein Foul. Julian Draxler. Okay. Das ist doch kein Foul. Für mich war das Foul. Aber ist egal. Und die Riesenchance von Julian Draxler, ehemaliger von uns, aus der eigenen Jugend. Ich habe ihn selber schon ein paar Mal live im Stadion spielen sehen damals. Also ich bin selber, ja, wie gesagt, viele wissen natürlich, ich bin Blau-Weißer und die Aufgabe für ja. Die Gäste ist völlig klar. Sie brauchen einen Sieg, denn dann winkt ihnen die Tabellenspitze. Mögliche Tabellenführung, ja. Und dann ist das also Sie Lucas Alario. Die Fans legen sich in den Arm, die Spieler legen sich in den Arm. So hatten
Sie sich das vorgestellt? Viele wissen ja, dass ich Blau-Weißer bin und ja, natürlich finde ich schade, was momentan abgegangen ist, also jetzt auch mit dem Abstieg und alles drum und dran, aber ich sehe das zumindest nicht als Strafe, ich sehe jetzt irgendwie so ein bisschen das neue Chancen neuer Beginn also einzusetzen. Gucken wir mal, wie es in der neuen Saison läuft. Klar, aber das hier ist jetzt FIFA und alles drum und dran. Wir sind in der dritten Liga gestartet mit dem jungen Kader, sondern nach und nach aufgebaut. Der Kader ist wirklich komplett aufgebaut mit den Jungs. Ich habe keine Finanzspritzen drin gehabt, also wer die erste Folge gesehen hat, der weiß es. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Also es ist wirklich alles nur über Spielerverkäufe und alles ist das aufgebaut, der Kader. Gut, gehen wir rein. Gehen wir weiter. Leverkusen, wir führen jetzt nur noch 17 Minuten. Leon Bailey. Und ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich irgendwas gesagt haben. Ne, alles gut. Also, Jürgen Dragos, wie gesagt, den habe ich schon ein oder andere Mal spielen sehen bei uns. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Oh ja, und die erste dicke Chance in Leverkusen. Karl Bellarabi müsste das gewesen sein, wenn es richtig ist. Ne, Lacazette war es übrigens. Vom Spieler fest her würde ich es auf Lacazette setzen. Glück gehabt, da wollte er nämlich durchgehen. Da hat er in die München getroffen mit dem letzten Spiel, mit einem mit seinem Schuss. Also definitiv hat er sich da hinten ein bisschen festgespielt. Aber Tays ist wohl ein bisschen noch auf der Transferliste, den würde ich ja gerne dann noch für Minimum 10 Millionen weggeben. Die Frage ist, ob ihn jemand nehmen würde. Aber wie gesagt, da wird einiges noch passieren auf jeden Fall. Gerade was mit Blick auf die neue Saison, sollte man wirklich in die Champions League einzielen, ein bisschen Kohle dazu kriegen, dann wird das wahrscheinlich das eine oder andere passieren. Bujelab jetzt mal, der Marokkaner ist es. Oder? Und Elfmeter? Ja, Elfmeter. Cüyüncü. Der Karte wird es wahrscheinlich nicht geben. Also es war kein brutales Foul, aber es war ein Foul und damit hat er ihn jetzt zum Stolpern gebracht. Und damit hat er aus dem Tritt gebracht und damit gibt es den Elfmeter für die Gelsenkirchener. Und das ist Lucas Alario. Und ich werde Paulinho jetzt schießen, dass wir Alario schon mal getroffen hat heute. Und das ist Radecki, der hält. Ich hätte es wissen müssen. Er ist nämlich schon, hat schon früher rübergezuckt. Ja, die kennt sich natürlich, Paulinho, ja, den kennt man, der weiß, wie er schießt und da unten ins rechte Eck gesetzt und verschießt den zweiten Meter in Folge. Die Ballbesitzstatistik von Bayer Leverkusen sieht bisher natürlich wirklich überzeugend aus, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund, der Mangel an klaren Chancen. Richtig. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Er schießt! Ja, sie haben immer wieder solche Versuche, solche Fernschüsse, aber das klappt halt nicht immer. Ich wünsche mir, dass es geklappt, ja, aber... Stadion gibt es ein Tor, wir geben kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Herrn Schönes Ding, Bujelab, der den Elfer herausgeholt hat. Und dann ist es jetzt Paulinho! Noch trifft der Ex-Leverkusen da nicht. Elfmeter verschossen, jetzt diese Situation hier vergeben. Er holt den Ball hier ganz stark. Jetzt ist Platz für den Konter. Schöner Ball auf Richter. Der jetzt ein bisschen mit Tempo mal gegen Tagliafico, der ist nämlich platt. Kommt jetzt die Flanke. Paulinho und wieder ist es Radecki. Also der trifft heute nicht. Der will sein nächstes Club wehtun heute. Aber es war eine gute Parade, muss man sagen. Leckt mich doch am Arsch, hat der den rausgeholt. Leckt mich doch am Arsch. Der Kölner sagt, leckt mich in den Tisch. Na gut. Ecke kommt rein. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Ah, den kommt er nicht mit.
Also Alario hat auf jeden Fall noch getroffen. Der eine Ex-Leverkusener trifft, der andere verzweifelt noch. Mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit gleich weitergeht. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Von Alexandre Lacazette kommt einfach zu wenig. Nicht. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm. Ja, zwei Schüsse drüber hat er bisher gesetzt und noch nicht wirklich erfolgreich. Aber wie gesagt, wir führen 1-0, haben einen Elfmeter verschossen. Mal gucken. Haben wir Berlin unentschieden. Und hier Schalke 0-1 vorne. Mit der bisherigen Leistung soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Ja. Ja, wie gesagt, wenn wir wirklich eine Schiffsecke ziehen, müssen wir noch gucken, ob wir für die Kader noch mal ein bisschen was auftauchen. Und dann spielt auch er hier so ein bisschen unter Beobachtung, aber das ist jetzt egal. Der Radicke, der hat ihn wirklich auch noch, ey. Das ist aus dem Kotzel gerade mit dem Typen. Aber guter Keeper, muss ich sagen. Wenn er nicht schon über 30 wäre. Gut, meine beiden Keeper sind auch 30, aber. Paulinho. Jetzt haben wir Paulinho mal. Ein bisschen frei vor der Bude. Der echt heute an Radecki verzweifelt. Paulinho. Paulinho! Wieder Pfosten. Also der will heute extrem gerne treffen. Mein Gott. Jetzt wird das so gerade. Der hat heute Pech, ey. Ja, der hat heute extrem Pech. Das ist es halt. Lazza. Lazza! Kolasinac. Jetzt hat er mal richtig. Also Leverkusen kannst du gerade ihrem Keeper so ein bisschen zu verdanken, dass sie hier noch zwei Stück mit dem Mumm gekriegt haben. Und das wäre er halt einfach gesichert. Wissen, was sie an ihm haben, er verhindert den deutlichen Rückstand. Ja, und das ist genau richtig so. Javairo Del Rosso. Der Pass kommt nicht durch. Leverkusen versucht jetzt mal. Leverkusen, wie gesagt, kannst nur Radecki verdenken. Könnte der Ausgleich sein. Ja, gut gemacht. Als Radecki zu verdanken, dass sie quasi komplett noch im Spiel drin sind. Ja, Lacazette mal mit einer guten Chance. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Oh ja. Ciao. Der zwei Mann stehen lässt. Jetzt. Rafael Varane ist zu Bayern München gewechselt. Oh, ja gut, die haben ja einen Verteidiger verloren. Also mit der Angriff könnte was werden. Richter. Ach Mann. Ich kriege ihn heute nicht unter bezwungen. Zumindest nicht. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt haben wir ihn. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, Richter, gut gelöst da. Ist der Argentinier da eindrehen? Der ist noch heiß. Jetzt haben wir uns keinen Schuss versucht. Das war, eigentlich nur ein Querpass in die Mitte. Chagla Suyunchi. Talia Fico. Momentan ist echt ein bisschen der Wurm. Chagla Suyunchi. Coutinho jetzt am Ball. Da ist Coutinho. Leon Bailey. Im Volksparkstadion gibt es ein Tor. Wir geben kurz. Ja, und das ist es halt. Man führt eben nur mit 1-0. Man führt nur 1-0. Und das ist das Ausnetz. Leverkusen nicht. Coutinho führt die Ecke aus. Ballverlust in der Vorbezwingung. Das tut richtig weh, wenn du Pech hast. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Also Leverkusen weiß, okay, wir führen nur 1-0. Die führen nur 1-0, die Gegner. Und ja. Schön gelöst. Becker. Mit ein bisschen Glück kommt er da durch. Sie üben schon früh Druck aus. Sie holen sich den Ball. Ja, wie gesagt, Leverkusen ist wieder drin in der Partie. Drei, ja, zwei Minuten noch. Er hat sich gezerrt und bleibt auf dem Rasen liegen. Das ist zu kurz. Das ist... Schwolo, der das Ding aus der Ecke da rausholt. Ah, komm nicht durch da. Leon Bailey.
Schönes Ding und das war ganz. Den hat's so. Oh, damit ist durch. Ja, Paulinho heute irgendwo so ein bisschen der Pechvogel gespielt. Gute Leistung, knapper Sieg am Ende und damit werden sie zufrieden. Also normalerweise, verdient ist es, definitiv, dieses 1-0, aber Leverkusen am Ende nochmal Druck gemacht hat, aber verdient ist dieser Sieg definitiv und Paulinho meiner Meinung nach, der Spechvogel hat auf jeden Fall das Spiel jetzt, Alario ist der Mann des Spiels, klar. Zwei ehemalige Leverkusen da so ein bisschen heute in der Hauptrolle, aber wichtig ist, dass wir das Ding einfach irgendwo gewonnen haben und ja, Elfmeter verschossen, zwei, drei große Chancen vergeben und es, ja, heute ist wieder so ein bisschen, na gut, egal. Gewonnen ist gewonnen und am Ende fragt keiner wie. Punkt. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ja, mal gucken. Dortmund muss jetzt auch irgendwann. Muss jetzt auch irgendwann wieder als nächstes kommen. Also, es dürfte jetzt nicht mehr so lange weg sein und dann könnte man der Tabellenführer werden. Mal gucken, vielleicht marschieren wir durch mit drei Meistertiteln in Folge. Dritte Liga, zweite Liga, jetzt auch noch vielleicht Bundesliga. Mal gucken. Das ist halt alles möglich. Ja, ganz einfach, Punkt. Das ist genau die richtige Aussage. Einfach nochmal kurz reindrücken, der eine. Aber okay, passt so. Danke für dieses Gespräch. Gut, das nächste Spiel heißt dann zu Hause gegen Berlin, dann heißt es DFB-Pokal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir ins Halbfinale einzuziehen. Leverkusen holt sich Aguero. Okay, krass. Haben sie sich nochmal gut nachgelegt. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall und freuen uns dann auf Hertha BSC Berlin.